Hey, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, Mann. Wir sehen uns bald. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Blackfire Studios und in diesem neuen Video werde ich euch zeigen, wie ihr solo den Winnie Easy Classic komplett kostenlos auftunen könnt. Das ist sozusagen ein Solo. Ja, nicht du. Ja, ähnlich wie ein Duglitch, aber theoretisch könnt ihr eigentlich auch das ganze Auto umsonst machen. Das heißt, ihr macht das entweder habt ihr Safe Wizard. Ja, ich mache das für die. Ich mache das zwar auf der PS5, aber PS4-Version. PS5 Next Gen Video könnte ich dann beim nächsten Mal machen, wenn ich mit dem fertig bin und dann das andere getestet habe. Das hier ist jetzt noch Old Gen, ja, mit Internet trennen, mit LAN-Kabel ziehen, aber am besten nicht mit LAN-Kabel ziehen, sondern am besten mit der Konsole, mit dem Router, beziehungsweise mit dem Router per WLAN verbunden sein. Und ihr könnt das immer super Durchlauf machen. Wer Safe Wizard Spielstand hat, kostet halt 55 Euro, kann das ganz easy machen. Man muss, wenn man Internetverbindung trennt, wieder in den Online-Modus gehen. Das ist das Allerleichteste, ja, und das Allerschnellste. Wenn ihr das mit dem Vogel töten macht, finde ich das wirklich einfach und mit meiner Methode, was ich euch sage, sollte das eigentlich auch jeder schaffen. Okay. Ihr könnt des Weiteren das natürlich so weitermachen, wie ich das bei dem alles kostenlos kaufen Solo-Glitch gezeigt habe mit 3, 4, 5 MK2s oder Deluxus, je nachdem. Das Video pinne ich euch an. Das für die Next Gen, wie das klappt mit den Fahrzeugen auch noch. Aber wie gesagt, ich werde euch hier explizit zeigen, wie ihr das mit dem Vogel töten. Und ja, ich habe das zwar erwähnt, ich sage das immer wieder in den Videos. Ja, ihr müsst nicht Anavak eine Freundschaftsanfrage schicken, weil der ist nicht dazu da. Ja, ich weiß nicht, manchmal frage ich mich so, wozu rede ich eigentlich in das Mikrofon rein? Ja, die Leute stellen mir halt genau die Fragen, die ich halt im Video beantworte. Ich habe niemals von Anavak Freundschaftsanfrage gesprochen. Ja, es war weder Japanisch, Chinesisch, Kyrillisch, Russisch. Ich habe auf Deutsch gesagt, keine FA-Anfragen an ihn schicken, sondern nur ihm beitreten. Und dann kommen halt in den Kommentaren, er hat zu viele Freundschaftsanfragen. Digga, krass, also verstehe ich nicht, ja. Man muss doch da ein bisschen zuhören, okay? Es ist nicht so schwer. Also, ich könnte es dann so machen. Ich habe jetzt den Wagen schon gekauft. Ich habe jetzt hier, wie ihr oben rechts sehen könnt, 55 Millionen, ja. Entweder macht ihr das so, wenn ihr gar kein Geld ausgeben wollt, dann kauft ihr ihn. Man kann dann Internetverbindung trennen, ja, so wie mit Duke of Death, kauft einen, dann den Easy kaufen natürlich, damit die zweite Ladeschnecke goldene nicht kommt, standardmäßig. Das ist, glaube ich, muss ich jetzt nicht erklären, ja. Ich kaufe den Duke of Death hier rein, ja, und nach dem Kauf von ihm bestellt ihr dann den Winnie Easy Classic in der Arena hier einmal rein. Dann müsst ihr auch nicht die 340.000 für ihn bezahlen, okay. Der hat auch saubere Kennzeichen und dann trennt ihr halt das Internet und müsst halt dann den Vogel töten oder mit Safe Wizard dann in den Online-Modus gehen, dann habt ihr für ihn nichts gezahlt sozusagen. Okay, aber ich habe jetzt Geld dafür gezahlt und wenn ihr jetzt ihn dann sozusagen gekauft habt, es lohnt sich auch so, der kostet 340k oder 360, was weiß ich, 360, fahrt ihr hier rein und tunt ihn voll auf. Mit voll meine ich komplett einfach, auch wenn einige Punkte, ich mache immer Zukunftsschock, auch wenn einige Punkte nicht ausschlaggebend sind auf den Preis, aber ich werde jetzt hier einfach komplett jeden einzelnen Punkt komplett das immer, es ist meistens immer das allerletzte, das teuerste, ja. Ich mache das jetzt einfach mal und wir hören uns dann gleich wieder.
So, also ich habe ihn jetzt komplett aufgetunt. Ich habe 5 Millionen verballert. Ich habe auch gefühlt ein paar Sachen doppelt oder falsch gekauft. Aber ist ja egal, wenn ich jetzt hier aufs Verkaufen gehe, 2 Millionen. Ja, und der ist auch sauber, auch wenn ihr hier dem Hackmörser draufballert, weil ihr kauft ja den immer wieder neu. Ja, und ich bekomme das Geld wieder. Und wegen den Verkaufslimits, ja, das habe ich auch schon mal voll oft gesagt, also mittlerweile sollten das auch wirklich alle Leute wissen, ihr dürft in echten 24 Stunden, ist ein Tag, ja, nicht GTA-Zeit, echte Zeit, ihr dürft maximal wirklich, auch wenn ihr mehr verkaufen könnt, vertraut mir, verkauft nicht mehr, ihr könnt so viele kaufen oder duplizieren oder glitchen oder per alles kostenlos kaufen. Ja, das ist völlig egal. Ihr könnt 7 Millionen von diesen Autos kaufen. Ob MK2, Deluxo, ihr könnt kaufen, so viel ihr wollt. Beim Verkaufen ist es anders und ich empfehle sie auch nicht hier zu verkaufen, sondern im LS Custom. Ja, und pro Verkauf am besten schaut ihr wirklich, ob die iFruit-Kennzeichen noch vorhanden sind. Ja, es ist nicht hier immer der Fall, meistens dann immer, bevor ihr verkaufen tut, geht ihr auf die Nummernschilder, schaut, dass ihr da die iFruit-Kennzeichen drauf, weil wer gelb auf schwarz hat, der hat schon verkackt. Ja, deswegen immer vorsichtig sein pro Verkauf. Und ja, ihr dürft in der Stunde, ja, ich habe neulich jetzt gelesen, hat einer alle 15 Minuten ein Auto verkauft, ja, das darf man nicht, auch wenn es nur 5 am Tag sind, das darf man nicht, ja, verkauft maximal in einer Stunde 2 Autos, am besten jede Stunde ein Auto und in 5 Stunden habt ihr 5 Stück verkauft, habt eure 10, 20 Millionen, was auch immer, was die Karren wert sind und dann chillt ihr erstmal einen Tag, 24 Stunden, am besten 2 Tage, weil dann seid ihr safe, okay? So, und wenn ihr jetzt hier das Ganze aufgetunt habt, ihr könnt ja sehen, ich habe 50 Millionen, dann könnt ihr das Ganze jetzt einfach hier über das Dashboard Einstellungen, wenn ihr WLAN verbunden seid, geht ihr einfach aufs Netzwerk, Einstellungen, zack, zack, Internet, raus, rein. So, und dann, das ist hier, ihr seht, ja, das ist jetzt nicht PS5-Version, nicht irritieren lassen, das ist noch PS4-Version. Jetzt gehe ich zurück und das kickt mich zurück zu GTA Online. Und diese Peyote-Pflanzen sind in der Story, ja, verteilt. Es gibt YouTube-Videos en masse, die YouTuber zeigen da, wo es diese Pflanzen gibt und welche von den Vogelarten sind, in den meisten Fällen haut es auch hin. Die benötigt ihr auch. Welcher Vogel ist egal, er muss fliegen können, das sage ich voll oft. Viele wollen halt natürlich Solo, Easy, Duplication Glitch, das ist halt Bullshit, Jungs. Ja, Solo, alles kostenlos, ist halt einfach 738 Trilliarden mal besser wie jeder leichteste Solo-Dupe-Glitch, ja, weil das ist... Er hat Bock auf Glitchen, so mit diesem Dupe, ja, das ist als planlos, Alter. Entweder, die findet man auch nicht so einfach, ja, nicht so einfach. Ihr denkt, die wachsen einfach auf Bäumen, aber das ist leider nicht so. Ist leider nicht so, ich kann es nicht ändern, okay? So, jetzt geht ihr in den Regisseur-Modus, das geht auch nur, wenn ihr irgendwo mit dem Story-Charakter nicht im Auto seid oder nicht in einem Geschäft oder in irgendeiner Animation. Ich mache das immer so, stelle mir Mittag ein, Akteure, Tiere. Und hier, ich habe jetzt zum Beispiel, hier auch Hühner habe ich, ah, ja, okay. Ob Krähe, Möwe, ist egal, aha, ist bei Franklin in der Bude. Ich teleportiere mich mit Optionstaste, X, Touchpad-Taste bis ganz nach oben, weil ich mache das immer hier. So, das bringt schon viel, wenn man sich dann einmal quer durch Los Santos teleportet. Wegpunkt dahin, bringt den Vogel einmal um, ja. Stellt euer Zielmodus auf unterstütztes Zielen oder voll unterstütztes Zielen, weil ich werde hier wieder Anawak, ja, es gibt verschiedene Anawaks und das klappt, ja, ich weiß nicht, was viele Leute da haben, ich mache unterstütztes Zielen voll, jetzt fliegt ihr hoch, macht das Interaktionsmenü auf, paar Mal nach oben, hier Regisseurmodus beenden, sucht euch ein langsames, ein schnelleres Auto aus, habt ein bisschen Abstand zwischen der Stoßstange und dem Vogel, also nicht komplett drin, sondern auch ein bisschen Abstand halten und da drückt ihr einfach nur X bei der Meldung, beziehungsweise hier beim Regisseur-Modus beenden. Ah, stimmt, ich lasse ihn einmal killen. Blut am Vogel, wunderbar. Jetzt gehe ich nochmal rein, hier kann man so viele Versuche machen, wie man will. Ja, das muss man hätten, das ist eigentlich voll einfach. So. Ja, da bin ich. Zack, achso, by the way, falls ihr das Video ja doch noch taugt, lasst ein Like und ein Abo da. Jetzt passt mal Obacht. So, ah, der Wagen war schon recht schnell.
So, der ist langsam. Ich nehme den LKW da hinten. Halte so gute 1, 2, 3 Meter Abstand zur Stoßstange. So tief. Ich habe vergessen, X zu drücken. So tief wie möglich. Wirklich am besten ist Stoßstange so von der Straße nicht weit weg entfernt. So, und dann, wenn ihr X gedrückt habt, kommt halt die schwarze Meldung. In der wartet ihr so 2, 3, 4 Sekunden, weil im Hintergrund klatscht es das Ding wirklich gegen die Stoßi. Man kann auch den Zug nehmen, etc. Das funktioniert alles ganz gut. Langsame, schnellere Autos, klappt alles wunderbar. Komm, ich nehme jetzt nochmal hier diesen LKW. Regisseur-Modus, so, zack. Ich warte noch ein bisschen und drücke jetzt nochmal X. Mal gucken. Ja, es ist halt so. Das klappt wirklich wunderbar. Einmal teleporten, Wegpunkt setzen, dann einmal erstmal richtig umbringen den Vogel, damit der Blut hat, etc. Und dann, ich weiß nicht, ich finde es schon leicht eigentlich. Wenn dann rechts unten im Bildschirm die weiße Ladeschnecke da ist, könnt ihr Anavak hier joinen. Ja, jetzt drückt ihr die PlayStation-Taste und geht auf Gamebase, je nachdem. Sucht halt ein paar Anavaks und versucht es dann. Ja, ich mache das immer so. Wenn ich mir nicht sicher bin, join ich ihm einfach zweimal. Bedeutet, ich suche ihn mir raus. 7 geht. Dann der. Welcher geht noch? 8 weiß ich nicht. Müsste probieren. Einfach dem beitreten. Und nein, keine FA schicken. Definitiv nicht. Sondern hier unten beitreten. Viereck. Ja. Und in der ersten großen schwarzen Meldung, wenn ihr euch nicht sicher seid, welchen Zielmodus ihr habt, joint ihr ihm nochmal. Passt auf. Falls die Meldung kommt, da, Details der GTA-Online-Sitzung werden abgerufen. Hier, du bist so sicher, dass du der GTA-Online-Sitzung beitreten willst. Alle nicht gespeicherten Fortschritte gehen verloren. Wieder join ich der exakt selben Person. Kann auch dann Freund nehmen. Es muss nicht Anavak sein. Das ist irgendein Engländer, der seine 700 Konsolen angelassen hat für euch, damit wir hier alle glitchen können. So. Ach so, by the way, ja. No Skin Player. Schöne Grüße gehen raus an dich. Hier. Pass mal auf, pass mal auf. Wo war der Typ? Hier, 7. Ich join ihm nochmal. Beitreten. Wenn sich die ändert, könnt ihr bei der Zielmodus steht in der Mitte schon die Meldung hat sich geändert. Kreis drücken, rechts oben. Batzen Geld abgezogen. Damit weiß ich jetzt, dass der Glitch funktioniert hat. Und ab hier gehe ich einfach nur in den Online-Modus. Ja? Sprich, ich bekomme jetzt das Geld zurück. Ja, ich werde nicht mehr 50 Millionen haben, sondern 55 Millionen. Und der Izzy ist aufgetunt. Ja? Ihr könnt ihn dann jetzt bei blauem Kreis tauschen, Klamotten ändern, dies, das, falls ihr ihn behalten wollt. Oder ihr verkauft ihn jetzt und könnt diesen Glitch einfach nach einer Stunde, ja, schaut auf die Uhr, wann ihr ihn verkauft habt. Am besten immer das Custom. Los Santos Custom, LS Custom, sage ich schon, Blatt. Wir schauen mal, Kapitän. Who cares about you, Blatt? So, Geld. Ah, 55 Millionen immer noch. Ah. Und da war der Easy, ja, da steht da, voll aufgetunt. Ach so, und by the way, genau das wollte ich euch auch noch sagen. Die Luxusfelgen in Chromfelgen, das sind die teuersten. Nicht die Big Dogs Felgen, die ich jetzt sonst verwende, sondern wirklich die hier. Okay? So. Das heißt, ich speichere oder ich switchen einmal. Und ich kann ihn jetzt dann verkaufen. Wie gesagt, aber so müsst ihr das machen, wenn ihr euch sicher sein wollt. Zack, zack. Und dann Klamotten ändern. Dann seid ihr safe. Und ihr werdet sehen, der bringt auch hier, wenn er voll aufgetunt ist. Auch beim Duplizieren müsst ihr den voll auftunen. Gibt die meiste Kohle. Simpel. Gehen wir mal kurz auf Verkaufen. Ich verschepper den jetzt auch noch. Und da könnte ich den Glitch neu machen. Sprich, ich werde dann einfach hier 9 verkaufen. 2 Mille. Tschüss. Ich könnte jetzt dann einfach 9 kaufen für 360k, ihn wieder voll auftunen und dieselben Steps nochmal machen. Mega einfach, ich schwör's euch, das ist so, so geil. Ein Bock auf Glitches oder was? Besuch Sebi Mods. Ziemlich geiler Account.
Money Boosts. 10% mit meinem Namen. Beide Bestellungen reinschreiben. Viel Spaß. Tja, das war's auch schon mit dem Video, Alter. Mehr gibt's halt nicht in GTA. Ich kann's auch nicht ändern. Immer die Videos schön anschauen, die unter diesem Video sind und die kein gepatcht mit zwei großen roten Kreuzen in Rot haben. Diese Glitches werden dann funktionieren, wenn sie das nicht haben. Wenn sie ein gepatcht drin haben und im Titel, dann gehen die nicht, ja? So, das war's mit dem Video. Falls ihr Fragen habt, sehr gerne in die Kommentare. Und ich sag mal ansonsten, wie üblich, hören wir uns und sehen uns mit dem nächsten Video. Hat das Video getaugt? Lasst ein Like da, würde ich mal sagen. Abonniert den Kanal, vergiss es nicht. Aktiviert die Glocke. Wir sehen uns.